Als Experte für die Gesundheits- und Bildungsforschung haben Sie den deutschen Beitrag zur internationalen Kinder- und Jugendgesundheitsstudie Health Behavior in School-Aged Children für die WHO koordiniert. Was sind die zentralen Erkenntnisse? Was wir hauptsächlich gelernt haben aus den Untersuchungen der letzten zwei, drei Jahrzehnte, ist, dass Bildung und Gesundheit ganz eng zusammenhängen. Man kann eigentlich gar nicht erkennen, was Ursache und was Wirkung ist, von wo aus, in welche Richtung sich das bewegt. Es ist ganz klar, dass nur ein Schüler oder eine Schülerin mit einer ausgeruhten Persönlichkeit, mit stabilen sozialen Grundlagen und eben letztlich im umfassenden Sinne des Wortes mit Gesundheit in der Lage ist, Leistungen zu bringen und alle Kräfte anzuspannen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Also dieser Zusammenhang ist bei diesen internationalen Studien mit das Spannendste, was herausgekommen ist. Welche Rolle nimmt die Befähigung zur Mündigkeit dabei ein? Es wird oft davon gesprochen, dass die Mündigkeit eine Rolle spielt. Es ist ein alter Begriff, der letztlich ja signalisiert, ein Mensch ist in der Lage, sich selbst zu steuern. Ich würde es in diese Richtung definieren. Ein modernes Verständnis von Mündigkeit in dem Sinne, dass ich in der Lage bin, ein gutes Konzept meines Selbst zu haben, meiner Begabungsfähigkeit, meiner Handlungsfähigkeit, meiner sozialen Engagementbereitschaft. Erziehung zur Mündigkeit, würde ich eben sagen, ist im Wesentlichen heute Erziehung zur selbstständigen Handlungsfähigkeit. Auf der Basis dessen, was ich mich kenne. Also Mündigkeit, eine Mischung aus Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit und Autonomie. Also es ist schon eine starke Ego-Komponente in Mündigkeit drin. Und ich handle in diese Richtung. Aber wenn ich das so tue, handle ich gleichzeitig in Sensibilität gegenüber den anderen, gegenüber der Umwelt. Ich handle sozial verantwortlich, ich bin empathisch, ich weiß, ich kann mich in andere hineinvertiefen, ich weiß, dass ich mich nicht gegen sie positioniere und ihre Interessen nicht zur Seite dränge, sondern ich berücksichtige sie mit. Und in dem Sinne bin ich dann ein mündiger, selbstbestimmter, selbstwirksamer, autonomer, politischer Mensch. Der Begriff Mündigkeit wird in verschiedenen Fachdisziplinen unterschiedlich gefüllt. Wie würden Sie diesen Begriff im Schnittfeld zwischen Demokratiekompetenz und Lebenskompetenz beschreiben? Nun, ich denke, Mündigkeit ist Voraussetzung für Lebenskompetenz. Ich kann nur kompetent leben, mein Leben nach meinen Vorstellungen gestalten, wenn ich wirklich handlungsfähig bin und entsprechend souverän meiner eigenen Kräfte bin und weiß, wo meine Stärken und Schwächen sind. Dann kann ich ein Lebenskonzept aufbauen. Wenn ich eine gute Lebenskompetenz habe, kann ich ein Lebenskonzept aufbauen. Und aus dieser Lebenskompetenz entstehen natürlich dann auch Leistungskompetenz, Sozialkompetenz, politische Kompetenz und strahlt in diese Richtung aus. So gesehen ist heute nach wie vor Mündigkeit schon ein Schlüssel und eine Dreh- und Angelscheibe für alles, was mit Leistungsfähigkeit, sozialem Engagement, politischem Engagement, politischer Aktivität zu tun hat. Auf welche Rahmenbedingungen in Gesellschaft und Schule ist eine Erziehung und Bildung zur Mündigkeit angewiesen? Eine Schule muss, und damit die Schülerinnen und Schüler autonom und selbstbewusst und handlungsfähig und in diesem Sinne mündig sind, muss im Grunde selbst mündig sein, wenn man das mal so im Wortspiel sagen darf. Also das muss eine Institution sein, in der die Menschen an diese Schule glauben, von der Leitung angefangen, aber auch die Lehrkräfte das Gefühl haben, dass sie gute Arbeit machen und tatsächlich bemühen sie sich auch, ihre Arbeit ständig zu verbessern. Wo Solidarität herrscht, wo nicht auf den Schwachen herumgetrampelt wird im Kollegium, sondern die Schwachen werden vom Kollegium gestützt und getragen. Das ist für die Schülerinnen und Schüler heute die Voraussetzung, in einem sicheren sozialen Raum zu sein und dann auch das Gefühl zu haben, dass sie hier sich mit einmischen können und wollen.